Oh mein Gott, Digga, was machen wir hier? Freunde, ihr habt vermutlich mitbekommen, vor circa 3 Monaten oder so haben wir bei Logan Paul für 11k ein Booster-Pack, ein einziges, gekauft und haben extrem reingelackt. Und kurz nach diesem Video ist auch diese Welle endlich nach Deutschland geschwappt mit den Pokémon-Karten. Ultra viele von meinen Homies haben im Stream oder auf YouTube oder so Pokémon-Openings gemacht. Ultra geil. Ja! Aber Trimax und ich dachten uns, Alter, das ist noch nicht genug. Wir müssen einen draufsetzen. Und zwar dachten wir uns, wir holen quasi die heftigste Box, die man öffnen kann, zu uns und öffnen sie. Aber ich sag mal, wir brauchen dafür Geld. Im besten Fall sehr, sehr, sehr viel Geld. Oh, it's one for the flag, one for the door. Die Box befindet sich gerade in Hannover. Und ich sag mal so, wir brauchen auf jeden Fall dann auch noch ein bisschen geileres Auto als das hier. Weil 40.000 Euro mit der Karre hier, sag ich mal, ist ein bisschen ungeil. Also habe ich mich mit den Jungs von Folienprint zusammengetan und einfach mal geschaut, was man aus so dem Mitsubishi Space da alles rausholen kann. Es ist so dumm. Digga, das ist übel geil geworden. WTF, der Müll ist immer noch drin. Das ist der neue Mitsubishi GT63 S AMG, ne? Also dickes Danke an Folienprinz und jetzt auf nach Hannover, Boys. Timo, ich habe hier vergessen, den Autobrumm-Sound einzufügen, den du haben wolltest. Deswegen mache ich ihn jetzt hier einfach mit meinem Mund. Gott, bitte schneid es raus, danke. Hey! Okay, Freunde, wir sind jetzt da. Wir müssen jetzt noch hier mal rechts und dann links und dann sind wir da. Und dann sehen wir den 2 Meter Roblox-Skin, aka Trimax. Was zur Hölle? Wenn wir mit der Karre nicht das scheiß Glurak da anboxen, Digga, dann weiß ich auch nicht. Du hast gesagt, man erkennt euch nicht. Bruder, schau mal, wie so ein Schüler, Digga, so eingepackt. Fuck. Ganz wichtig. Falls jemand Stress macht, Digga, haben wir auch noch mal einen Meinungsverstärker dabei. Scheiße. Digga. Kommt mit einer Schulmappe an mit 40 km. Mit einem Glurak-Auto. Jetzt wird spaßig, Kevin. Mann, du ziehst durch diesen Mann rein. Der hat sich richtig schick gemacht hier. Und dann die Sneaks, Digga. Du hättest hier wenigstens Anzugsschuhe machen. Ja, klar. Digga, ich habe richtig viel Geld für Anzugsschuhe ausgegeben. Echt? Und du kommst mit den Botten, Digga. Übel nice. Das passt dann zu viel geiler. So, ich habe hier aus meinem Bankschließfach mal einen Teil meiner privaten Sammlung geholt. Extra nur für euch, für die Zuschauer. Boah, das Base-Set. Also das sind jetzt alles PSA-Karten. Hier haben wir einmal das komplette Base-Set in First Edition. Alles PSA 9. Dann das, was natürlich alle ziehen wollen. Der Oder Glurak. Der Klassiker. Er kostet mittlerweile auch schon seine 6.000, 7.000 Euro, also auch eine sehr, sehr schöne Karte, klar. Kann man die mal kurz nehmen? Snack ihn dir. Was ist geil, Alter. Was hast du da für eine 10 gefunden? Ja, hier ist toll, ungefähr. Also auch eine sehr viel graded, die konnte ich nicht weggeben. Ja, aber für die Minis Arthur-Bolz-Akkent. Also, ich fühle mich so wie an dem Abend, wo wir diese Skur gezogen haben. So fühle ich mich. Ja, warum zeigst du uns das? Das ist so, wie so, als würde so ein Drogendealer ja, uns so eine erste Probe Meth geben. Jetzt, Digga. Digga, ich fühle mich wirklich wie so ein Pablo Escobar gerade, Digga. Oder da sind einfach Leute am Anfang hingegangen und haben diese Box einfach eingeschlossen und jetzt verknüppeln die Scheiße einfach für so 30k oder so. Oder ich fühle mich so, als wenn wir jetzt gleich einfach so eine USPS-Ding und ihn einfach abschuten. Eigentlich haben wir ja schon bald. Ja, das Geld. Wir haben Geld in die Box. Ja, lass einfach durchziehen, Digga. Ja. Oh, die Idioten einfach. In dem wunderbaren Koffer. Ja, ich bin PSA-Karten-Koffer, aber. Die wissen nicht, dass die geisteskrank abgescampt werden. Oh shit.
Also ich habe das Display vorhin natürlich aus dem Case rausgenommen, um es zu verifizieren, dass auch alles legit und authentisch ist. Dann habe ich vorhin einmal kurz hier leicht eingedrückt. Wenn man dann von vorne durchschaut, sieht man, ob wirklich auch Base Packs an der Stelle sind oder ob entsprechend manipuliert wurden und andere Packs an der Stelle sind. Ja, man sieht halt, dass es natürlich gealtert ist und nicht halt irgendwie fake nachrepliziert wurde. Alter, ey Jungs, dann habe ich gefreut, Geschäfte zu machen. Ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Digga. Wir kaufen die andere Box auch noch. Also Freunde, wir haben jetzt das Ding hier gekauft. Wenn ihr den Vlog hier seht, am selben Tag, also am Samstag, werden wir dieses Pack live im Stream aufmachen bei Trimax auf dem Channel, bei mir auf dem Channel. Wird sehr, sehr geil. Ich habe sehr Bock. Ich hoffe, wir unboxen was Geiles. Kommt vorbei, Freunde. Links unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Das ist alles für Trimax. Ja, ganz sicher. Vielleicht ist es auch zwei Gluraks. Wie kann man so heftig in der Sucht sein, Alter? Nee, das ist einfach, dass ich auch einen Glurak dann halt ziehen möchte.